Okay, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge Boom Beach. Ich habe jetzt hier relativ spontan angefangen und ja, ich muss jetzt nämlich ein bisschen hinmachen heute. Ich werde auf jeden Fall wieder nicht allzu lange aufnehmen. Wir müssen uns jetzt hier, by the way, für irgendwas entscheiden. Da werde ich mal gucken, was ich nehme. Was kommt aufs Archipel? Ja, keine Ahnung, ey. Das ist mir eigentlich relativ egal. Ich werde zuerst mal das ganze Zeug einsammeln. Mal sehen, ob wir heute großartig hier was upgraden oder so, das weiß ich noch nicht. Aber es hat jedenfalls endlich mal geklappt, dass ich vormittags aufnehme. Das war heute ein großes Ziel von mir. Ich hätte gesagt, naja, wenn ich es dafür schaffe, was anderes wenigstens aufzunehmen, dann lasse ich das vielleicht auch weg und mache das erst abends. Aber ich habe mir jetzt dazu entschieden, das eben doch so rumzumachen, weil mir das wesentlich lieber ist, wenn ich das jetzt hier schon mal weg habe. Denn das ist halt so Pflichtprogramm und alles anderes, dann, ja, das kann man halt machen, muss man aber nicht, weißt du so. Und da fühlt man sich nicht so, ja, gejagt quasi, wenn man es noch nicht hat, so, weißt du, dass man das noch im Hinterkopf hat und denkt, oh nee, das muss ich auch noch machen, ne? Und ich wollte das jetzt erstmal weghaben, so, das ist einfach mir ein Anliegen und daher kommt auch der Grundgedanke, warum ich die ganze Zeit will, das vormittags endlich mal hinzukriegen. Heute habe ich es dann mal geschafft, das ist natürlich ganz nice, beziehungsweise noch habe ich es nicht geschafft, das ist ja eigentlich gerade mein Problem. Denn ich muss ja erstmal die ganzen Folgen hier durchpeitschen und allzu viel Zeit habe ich dafür gar nicht mehr. Naja, ich schau mal, was ich hier upgraden kann. Soll ich die Kanone machen oder hier so ein Ding? Das ist halt die Frage, ne? Ich meine, die Wohngebäude können wir ruhig mal machen, so nach und nach, damit wir auch ein bisschen mehr Gold kriegen. Denn wir haben ja gesehen neulich, man kann es relativ schnell verbrauchen, im Zweifel auch, ne? Also manchmal ist es dann doch nötig, dass man ein bisschen mehr davon kriegt. Und ja, komm, ich hole mir mal hier die entsprechenden Truhen. Da ist ja doch noch einiges wahrscheinlich wieder. Na, warte, haben wir hier noch mehr? Ja, da oben. Und ja, dann hier eine Tauchstelle, genau, wie jede Woche die gleiche Suche. Aber warte, hier oben die, warte, die habe ich doch gerade irgendwo gesehen. Die kam mir jedenfalls neu vor, als hätte ich sie noch nie erkundet. Warte mal, was ist denn hier jetzt los? Wo ist denn die hin, hä? Lol, ich habe doch gerade gesehen hier. Ich meine, unten die, klar, aber wo waren die andere jetzt? Lol, ich hab die echt gesehen, ne? Ah, jetzt finde ich die nicht, komm. Das ist doch scheiße. Jetzt fällt mir vor allem auch nichts ein, was ich reden kann, weil ich gerade darauf fixiert bin. Ja, dann habe ich mich vielleicht auch verguckt. Vielleicht war das ja so ein Ausrufezeichen oder so. Die hier, okay, ja. Wollte ich aber jetzt eigentlich wahrscheinlich nicht. Nee, das ist eine komplett andere. Obwohl wir das mal mit den Fragezeichen aufdecken könnten. Ich denke mal, das wäre zumindest noch ein vertretbares Ding. Hier, naja. Ach komm, ich tauche jetzt einfach danach, ne? Da haben wir zumindest was und dann ist die Tauchstelle auch weg, ne? Ich meine, wenn nur noch eins übrig bleibt, dann verschwinden die ja. Und dann schaue ich mal, soll ich hier in die neue Season reingehen oder wie sieht's aus? Warte mal, da könnte es sein, dass wir nochmal diese Marken kriegen. Geil, und Dias. Ja, nicht schlecht, ne? Dann würde ich die direkt mal traden. Da haben wir nochmal was. Und ja, obwohl ich könnte das eigentlich mal auch aufheben für nächste Woche. Ich meine, jetzt nehme ich ja eher mal am Wochenende auf. Da muss ich ja jetzt nicht hier hinterherhetzen quasi, ne? Da kann ich auch quasi die Ressourcen in den Tauschmarken sicher lassen, denn wenn ich die jetzt öffne und in mein Lager tue und überfallen werde, sind sie halt weg. Das ist immer das Problem. Muss man auch in Clash of Clans oft abwägen und hier umso mehr. Denn, ja, naja, was heißt umso mehr? Also genauso eben. Ich meine, hier wird man eigentlich noch seltener überfallen, aber immer wenn es ungünstig ist, erst recht, habe ich das Gefühl. Von daher lassen wir das lieber mal. Ja, ich schau mal, was ich jetzt noch machen kann. Eigentlich sollte ich jetzt auch, by the way, oder soll ich das in einem anderen Video erzählen? Ja, ich glaube, das erzähle ich in einem anderen Video, was heute noch gewesen wäre. Denn das ist vielleicht nochmal ganz interessant zu hören oder so, was ich dazu zu sagen habe. Da musste ich nämlich auch ein bisschen was loswerden. Generell über die vergangene Woche will ich noch ein bisschen reden, so, weil da einiges schief gelaufen ist, beziehungsweise was heißt schief, also es läuft halt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und das muss ich nochmal ansprechen in irgendeinem Video, denn das liegt mir so auf der Seele, da will ich einfach nochmal kurz was loswerden, so in dieser Form. Genau, was haben wir hier? Ah, da ist noch einer ausgetreten, vor 5 Tagen, okay, wusste ich gar nicht, dass noch jemand hier irgendwas tut, ich habe auch lange den Chat gar nicht mehr angeguckt, ich kann ja mal schreiben, moin oder so, ne? Ja, moin. Irgendwas so, dass ich es lustig finde, jetzt hier noch irgendwas zu schreiben. Ja, Comeback des Clans wäre auch mal was irgendwie. Aber egal, wir lassen das erstmal so inaktiv weiterlaufen.
Ich könnte mir natürlich auch nochmal den Clan angucken. Wo haben wir den? Ah, hier, genau. Es sind ja nicht mal viele drin, gell? Nur noch 8 Leute. Früher waren wir mal irgendwie 20 oder 30 sogar, keine Ahnung. Ne, 25 kommen maximal rein. Ja, kommt hin. Also, ich glaube, wir waren nochmal knapp unter der Grenze. Naja, dann schauen wir mal. Also, ich würde jetzt erstmal das Video beenden. Wir haben jetzt nichts angegriffen oder so, tut mir leid, aber ich habe auch irgendwie in letzter Zeit gar nicht mehr die Nerven. Das ist mir schon die ganzen letzten Folgen aufgefallen, dass ich nicht mehr so den Turn habe, hier großartig Kämpfe zu machen. Aber ich glaube, eine Folge machen wir zumindest mal demnächst, wo ich dann wieder ein bisschen Gas gebe und ab da vielleicht auch wieder etwas regelmäßiger. Aber so die letzten Folgen hatte ich jetzt nicht so die Lust. Okay, ja, dann jetzt erstmal ciao, bis später und das war's.